Jo, halt zurück zu Daxter One. Also wir haben ja das letzte Mal sind wir hierher und haben alle möglichen Leute verfolgt. Ist natürlich noch die Frage hier, wir haben die eine Quest, dass wir die Tochter irgendwie befreien, hier diese, weiß ich nicht, von irgendeinem Rat, dies, das. Hier sind aber noch jede Menge Artefakte. Ich würde fast sagen, wir fliegen einmal darüber, dann darüber und hier runter, machen das alles und dann machen wir die Quest. Und dann können wir irgendwann hier rüber springen. Wir können natürlich auch von hier, wir können von hier nach da rüber springen. Ja, ich würde sagen, wir fliegen erstmal hier hin. Mir geht es erstmal ums Artefakt, ne? Weil wir müssen noch ein bisschen die Karre pimpen. Nachricht, okay. Oh, 4 Lichtjahre Antrieb erhältlich. Das wäre natürlich nice. Ist das hier in dem System oder was? Aber wir haben eh keine Kohle, oder? Das kostet bestimmt ein Schweinegeld. Schauen wir uns das mal eben an. Ja. Objektliste, Handelsshow. Okay. Kostet bestimmt ein Schweinegeld, weil 4. Scannen die uns. Haben Sie etwas zu verbergen oder wieso entziehen Sie sich dem Scanvorgang? Wieso? Nur schnell da rein. So, und zeig doch mal, ob man das Ding kaufen kann. 4 Lichtjahre kostet... Oh, 34 Schleifen. Na gut. Logbuch. Oh, Sternkarte. Mal kurz gucken. Mischen. Mischen wäre dann das da. Ist doch gut. Da wollen wir fast eh sowieso hin. Oder ist die Mischen das daneben? Ich weiß es nicht. Okay. Lass mal hinflattern. Wir werden sehen. Oh, Sitz des Galaktischen Rats ist natürlich Quatsch. Wieso bin ich zurückgeflogen? Nee, das kann nicht sein. Mission? Ja, Story ist klar, Aufträge, Tochter Dingsabums ist klar, Kopfgeld. Blablub, System Page. So, aber unser Auftrag. Ich hoffe, der ist jetzt nicht weg, oder? Vielleicht habe ich es auch wieder verdaddelt. Warte mal. Sternkarte. System Page. Okay, das ist cool, weil da wollen wir eigentlich sowieso hin. Zwecks Artefakt. Genau, und ein paar Pirates. Okay, wo sind sie? 10 Units und das Artefakt, wie weit ist das weg? 12, okay. Vielleicht liegt sie auf dem Weg. Ja, liegt ein bisschen auf dem Weg. Auf jeden Fall kommen sie näher.
Und sie sind eher da als der Asteroid. Oder auch nicht. Was ist dahinter? Hier auch nicht. Da irgendwo. Oh. Ich hab's eben gesehen. Na, wo bist du? Das heißt, ich kann euch jetzt pimpen, oder? Ja, sehr gut. Lass mal gucken. Waffenklasse 3. Rüstungsklasse. Was heißt das? Rumpf, lalala, Antrieb. Geschütztürme 1. So, Piraten. Big Bang verfügbar. Wow. So, wir entfernen uns von denen. Wo sind sie denn? Da hinten irgendwo. 4, ja, genau. Richtung ist schon mal nicht schlecht. Hey, zeig mal die Objektliste. So. Pirat. Die sind alle noch grün. Okay. Interesting. Da ist wieder einer, der für die Konzerne die Drecksarbeit macht. Zeig dem, was wir mit Konzernfreunden machen. Schon ganz nahe. Da ist wieder einer, der für die Konzerne die Drecksarbeit. Zeig dem, was wir mit Konzernfreunden machen. Wow, das Turret ist wirklich nice. Dein Tod steht bereits fest. Manchmal sind die Schilde schon down. Truck erfüllt und Dingenskirchen. 11 Credits, sehr gut. So, lass mal gucken. Quest wäre jetzt da. Thank you.
Sehr gut. So. Kommen wir dahin? Ja. Scheinbar, oder? Nö. Müssen wir wieder tanken, oder was? Okay. Vielleicht mal eine Objektliste auswählen. Wie wär's denn mit Waffenklasse 3 ist natürlich total fett. Hilft nur nichts, wenn meine Energie noch nicht da ist, ne? Wow, kostet auch 30. Nicht schlecht. Guck mal hier, Energiesammler, Landecomputer. Ausrüstung Klasse 2, also rein theoretisch geht das. Okay, das heißt, das Ding kaufen und das Ding kaufen. Also Landecomputer finde ich fast wichtiger. Ja, wir gehen mal rüber. Das heißt, den da nehmen wir raus. Und den da nehmen wir ran. Und den da verchecken wir, oder? Ja. So, was heißt, der Landecomputer, den verchecken wir auch. Und dann können wir rein theoretisch den Landecomputer 2 uns natürlich genehmigen. Und der ist ja auch enabled, genau. Okay, das ist schon mal gut. Ja, mehr Kohle haben wir auch nicht. Und rein theoretisch können wir nochmal eben auf die Sternkarte gucken. Wir kommen jetzt auch nur bis dahin. Ah, das ist ja total beknackt. Wo wollen wir denn dann hin? Wir müssen schon hier runter wandern, ne? Anders geht das gar nicht. Wir sind hier hin. Und dann darüber oder dahin. Ist ja echt voll beknackt. Na gut. Wenn es halt keine blöden Piraten abfangen, dann geht das ja eigentlich. Genau. So, Sternkarte. Sternkarte. Leute. Wo kommen wir hin? Da. Ist das der Radius, den wir noch haben? Nee, ne? Wir können ja hier auch hin. Ja, genau. Und hier? Da nicht mehr hin. Okay. Hey, pass doch auf! Chill mal. Junge. Okay. Da können wir hin. Da nicht mehr, okay. Thank you.
Genau, ich wollte gerade sagen, können wir doch hin. Grün reicht noch nicht, scheinbar. Zum schnellen Reisen ist das Hyperraumding wirklich notwendig, ne? Dass man schneller springen kann. So, hier gibt's jetzt auf die Mappe, weil böse Piraten. Schon wieder jemand, der Streit sucht? Schon down, okay. Ich mach dich fertig. Ist wirklich super. Guck das an. Ich treffe gar nicht über das Turret, hat das Ding einfach mal alleine weggeballert. Sehr gut. Ist auch ein anderer Laser, ne? Fresh. Artefakte aufgenommen. Ach so, aber es ist noch zwei bis zum nächsten Ausbau. Okay. Lass mal kurz gucken, aber es ist jetzt nicht in der Objektliste Handelsstation. Okay, sehr gut. Ich finde, das ist die Handelsstation, oder? Was verpasst? Genau. Bam, und zusammengeknallt. Patrouille an fremdes Schiff. Sie werden auf den Besitz illegaler Waren gescannt. Nö. Schildboost 2, ne? Den haben wir doch nicht, oder? Kostet nur 2.
Energieklasse haben wir eh. So, Waffenklasse haben wir 3. Was kosten so ein Turret? 3er, 23. Junge. Und was haben wir für eins? Ein 2er. Okay. 23. Puh. Aber wer weiß, was uns das 70 verbraucht, ne? Schussenergie 2, Verbesserung. Nicht schlecht. Wie ist denn das eigentlich mit den Lasern? Laser 3. Versus die, die wir haben, ne? Also die sind 4 irgendwas. Warum haben wir davon 2? Und wie kriege ich einen weiteren freien Platz? Keine Ahnung. Okay, nicht schlecht. So, 6 Schleifen. Was gibt's hier noch? Sehr gut. Lass mal eben so einen Auftrag noch machen, oder? Oh, echt? Da ganz runter. Können wir da hin? Ein Fragezeichen? Nee. Wenn man ganz früh springen will, dann ist die Reichweite begrenzt, ne? Ist doch so, oder? Also jetzt reicht es gerade mal bis dahin, okay. Wir müssen halt warten, ne? Bis das Ding sich aufgetankt hat. Und erst dann, wenn es grün ist, ist die Reichweite sozusagen erreicht. Und bei blau ist das Ding ganz voll, oder? Kann ich jetzt springen? Ja. Okay, verstanden. Wir sind das insgesamt 5, 6, 11. Nun ist deine Zeit gekommen. %, okay. Boom. Was waren sie? 66%, lieber Scholli. Lass uns mal wenigstens eben in die Handelsstation fliegen.
Puh, 66%, nicht schlecht. Gut einen reingedrückt. Funktioniert der jetzt schon? Ja, ne? Genau, ab 2. Okay, sehr nice. Schiff repariert. Und was haben wir für einen Stand? 50. Mhm. So, wir haben ja gerade eigentlich darüber geredet. Zweier Turret haben wir. Das Ding verchecken wir mal. Und kaufen uns ein Dreier-Turret. Oder? Jo. Um einen freien Platz grundsätzlich. Okay. Okay, wir kommen ein bisschen weiter mit dem Vierer. Das ist doch eine gute Show eigentlich. Das kann man doch gut gebrauchen. Terminal sagt was? Nix Cooles. Sternkarte sagt, wir könnten da oben noch was ziehen. Und das ist wie weit entfernt hier? 4,1. Na, dann halt nicht. Ja cool, aber dann fliegen wir das nächste Mal erst hin, okay? Also, mehr beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.